ein Thema. Heute Nacht war ja auch den Umgang mit Flüchtlingskindern. Die Regierung hat beschlossen, 1.000 bis 1.500 unbegleitete Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln nach Deutschland zu holen, allerdings nur im Rahmen einer europäischen Lösung. Was halten Sie davon? Ja, Christian Lindner und auch unser Integrationsminister aus Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamm, haben sich ja schon vor ein paar Tagen an die Bundesregierung genau in dieser Frage gewandt. Ich glaube, jetzt braucht es eine vernünftige, auch parteiübergreifende Koalition im Bundestag, ganz pragmatisch kranken Kindern, kranken Jugendlichen zu helfen. Das ist humanitär geboten und natürlich das europäisch einzubetten. Da ist dann die Bundesregierung gefragt, mit den europäischen Partnern über einen entsprechenden Verteilmechanismus zu sprechen. Aber klar, da wo ganz konkret Kinder bedroht sind, auch in Leib und Leben wegen Krankheit, denen ist natürlich zu helfen. Das gebührt der Humanität der Europäischen Union aus meiner Sicht. Herzlichen Dank, Herr Dürr. Letzte Frage dazu auch an Herrn Rehberg. Da ist in dem Papier die Rede von der Koalition der Willigen. Wer gehört denn eigentlich dann nochmal dazu, außer Deutschland und ein bisschen Schweden? Na gut, das werden wir dann sehen. Wir werden uns nicht verschließen der humanitären Hilfe im Kontext mit einer europäischen Lösung. Und ich hoffe nicht, dass Deutschland dort mit seinem Angebot alleine macht. Es ist auch ein Lackmustest, finde ich, inwieweit die Europäische Union insgesamt das Thema Humanität sieht. Ja, so wie seit vielen Jahren allerdings. Ja gut, ne? Aber das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob man es in Polen, Ungarn, in Tschechien, vielleicht auch in Österreich aushalten wird, wenn die ersten Bilder von toten Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern über die Bildschirme laufen. Die haben wir schon gesehen, die Bilder von toten Kindern. Und da war der Leidensdruck vergleichsweise hoch in zahlreichen osteuropäischen Ländern. Derzeit im Moment, das halten wir aber fest, stehen wir alleine da. Das heißt, die Koalition der Willigen, das sind bisher Deutschland. Und ich glaube, da kommt auch auf die Frau von der Leyen eine Arbeit und eine Aufgabe zu, dass man so eine Koalition der Willigen auch schmieden kann.